Herzlich willkommen auf meinem Blog zum Thema Projektsteuerung. Mein Name ist Dr. Martin Moss und ich bin Experte für das Thema Projektsteuerung. Ich helfe Unternehmern und Projektleitern dabei, ihre Projekte immer erfolgreich und effektiv umzusetzen. Und das mit einer einfach einzusetzenden Methode. Und genau die werde ich mit Ihnen teilen. Damit Sie in Zukunft wieder mehr Zeit für Familie, Hobbys und natürlich auch für sich selber haben. Und das mit der finanziellen Sicherheit eines gefragten Managers. In diesem kurzen Video möchte ich Ihnen vorstellen, was Sie hier auf meinem Blog finden werden. Und ich erzähle Ihnen auch ein bisschen mehr dazu, wie ich zu dem Thema Projektsteuerung überhaupt gekommen bin. Der Blog ist für alle Gleichgesinnten. Das heißt, für alle, die ein Interesse an Projekten haben. Natürlich, ganz vorneweg Projektleiter, Teilprojektleiter und die Mitarbeiter in Projekten, aber auch die Verantwortlichen, die Projektsponsoren wie Unternehmer, Geschäftsführer, Bereichsleiter, Vorstände, Fachbereichsleiter. Alle die, die ein Interesse an erfolgreichen Projekten haben und jetzt kommt das Wichtige, die aber auch noch genügend Zeit haben wollen für sich, Familie und Freunde. Ja, genau das ist der wichtige Punkt. Die Arbeit, sie muss Freude machen, aber das Privatleben, die Gesundheit, Familie, Freunde, das darf nicht darunter leiden. Und genau für diese Gleichgesinnten ist mein Blog. Und genau hier setze ich Projektsteuerung für mich schon sehr erfolgreich ein, Projekte eben erfolgreich umzusetzen. Sie sehen es unten schon, dass der Pfeil grün nach oben geht, dass wir unsere Projektziele erreichen. Aber auch, dass ich genügend Zeit noch für mich, für Familie und für Freunde habe. Und das mit der finanziellen Sicherheit eines gefragten Managers. Und für mich essentiell im Job, es muss Freude machen. Denn nur wenn mein Job Freude macht, bin ich in der Lage, out zu performen, die Ergebnisse so gut abzuliefern, wie ich das eben mache. Stellt sich nur noch die Frage, wie? Ja, mit Projektsteuerung. Ich als Projektleiter steuere mein Projektboot. Und Sie sehen schon, alle Projektbeteiligten, egal wo, es muss Ihnen Spaß machen. Sie müssen freudig mitmachen, am gleichen Strang ziehen. Ihnen muss das Projekt gefallen. Und nur dann habe ich die Chance, als Projektleiter oder Projektverantwortlicher das Projekt erfolgreich umzusetzen. Und genau das ist Projektsteuerung. Die Gewinnung aller Projektbeteiligten, dass diese proaktiv und freiwillig in unserem Projekt, in ihrem Projekt mitmachen. Wie das genau funktioniert, was hinter Projektsteuerung steht, dafür gibt es in meinem Blog die Praxisbeispiele. Schauen Sie sich die Praxisbeispiele an. Hier erzähle ich aus meiner Praxis, was ich Tag ein, Tag aus mit der Projektsteuerung machen kann, wie ich Eskalationen verhindere, wie ich Menschen für mein Projekt gewinne. Und genau das können Sie auch. Und zwar, dass Sie Ihr eigenes Projekt genau so aufstellen, wie Sie es hier auf dem Bild sehen. Das Projekt ist für mich bildlich immer ein Projektboot. Alle Projektbeteiligten sind die Mannschaft auf dem Boot. Jeder hat seine Aufgabe. Und Sie als Projektleiter sind der Kapitän, der Steuermann. Und nur wenn wir alle gemeinsam arbeiten, nur wenn jeder weiß, was er zu tun hat und Experte ist auf seinem Fachgebiet und dementsprechend mitzieht, nur dann kommen wir mit unserem Projektboot schnell, gezielt am richtigen Hafen an. Am richtigen, an dem einen Hafen, wo wir auch hinwollen. Ja, wie bin ich zu der ganzen Sache gekommen? Meine Projektsteuerungsmethode nenne ich Bridging for Motivation. Mich hat in meiner eigenen Karriere nach den ersten 10 Berufsjahren als Projektleiter immer sehr geärgert, dass ich am Anfang eines Projektes selber nicht sagen konnte, wie viel Zeit werde ich investieren. Und ich habe sehr viel Zeit investiert. Nicht nur Überstunden unter der Woche, auch das Wochenende war sehr oft sehr arbeitsam. Und genau da habe ich erkannt, das kann so nicht weitergehen. Mir macht der Job Projektleiter sehr viel Spaß. Ich arbeite sehr gern mit Menschen zusammen, aber nichtsdestotrotz, ich brauche Zeit für mich, für Familie, für Freunde. Weil sonst brenne ich aus und genau das lasse ich nicht zu. Also war es für mich ganz klar, entweder den Job an den Nagel hängen oder was zu verändern. Und da habe ich was geändert. Und genau diese Punkte haben mich zur Forschung gebracht.
Sie sehen es übrigens schon an dem netten Bild. Zeit hat mich immer ein bisschen verfolgt. Ich kam mir früher immer ein bisschen wie der Getriebene vor. Und genau diesen Aspekt habe ich genommen und bin in die Forschung gegangen, frei nach dem Motto, das ändert sich jetzt für mich. Und ich wollte wissen, ich wollte die Ursache kennenlernen, warum Projekte so schlecht laufen. Ja, wie sie meistens laufen. Das heißt, viele Überstunden, Eskalationen, die nicht eingeplant sind, alles das, was im Tagesgeschäft nicht wirklich Freude macht. Im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich dann herausgefunden, dass der Mensch maßgeblich für den Projekterfolg verantwortlich ist. Das heißt, er beeinflusst ihn. Und genau mit dieser Idee bin ich dann einen Schritt weitergegangen und habe ganz klar gesagt, der Schlüssel für mich für einen Projekterfolg ist der Mensch. Und genau hier, basierend auf dieser Erkenntnis, dass der Mensch der Schlüssel zum Projekterfolg ist, habe ich eine Methodik entwickelt, mit der ich Ursachen erkennen und lösen kann, warum verschiedene Personen, Menschen mein Projekt nicht unterstützen, nicht gut finden, nicht mitmachen wollen. Die Idee mit meiner Vorgehensweise ist, dass die Leute, die Menschen, die Projektbeteiligten, dass ich sie alle schnell und effektiv einbinden kann. Und zwar nach der Methode, dass sie alle proaktiv und freiwillig das gemeinsame Projektziel verfolgen. Das ist die Idee. Das ist die Idee von Projektsteuerung, dass ich eben Menschen integrieren kann, dass sie proaktiv und freiwillig dem einen Projektziel gemeinsam mit mir, mit uns nachgehen. Das verstehe ich darunter, der Schlüssel zum Projekterfolg ist der Mensch. Ja, Zeit für was Neues. Also, schauen Sie sich die Projektsteuerung bei mir an und Sie werden etwas kennenlernen, was wirklich Ihr operatives Tagesgeschäft positiv beeinflussen kann, damit Sie wieder mehr Zeit haben und das, wie gesagt, mit der Sicherheit, mit der finanziellen Sicherheit eines gefragten Managers. Und das Ganze macht dann auch noch Freude, denn nur dann kann es funktionieren. Sie sehen schon auf meinem Bild. Lösen Sie sich davon, machen Sie es nicht wie in der Vergangenheit, schauen Sie sich mal was Neues an und Sie werden sehen, es gibt viele Möglichkeiten, das Projekt-Tagesgeschäft angenehmer, effektiver und damit auch erfolgreicher zu erleben, durchzuleben und seine Projekte immer erfolgreich, effektiv abzuschließen. Ihr Dr. Martin Moss.